So, du hattest deine Aufgaben, Ja. ne? Und die musstest du erfüllen und du hattest deine Freizeit, die konntest genießen. Das ist alles, naja, das war damals eben anders. Und dann die Großfamilien, alles unter einem Dach, das war gar nicht so verkehrt. Und das alles trug auch zur Bildung der Kinder bei. Und wer da in der Schule bei uns nicht aufgepasst hat, der blieb dumm. Ja. Der blieb dumm. Und bei unserem Lehrer, da war das eigentlich anders. Der ließ keinen los, bevor er nicht überzeugt war. Der hat es begriffen. Und das war sowieso mein Lieblingsfach. Und wenn von unserer Klasse einige etwas nicht begriffen hatten, und er wusste, ich weiß Bescheid. Der hat sogar Kinder gezwungen, zu mir nach Hause zu kommen. 3, 4 Kinder nachmittags. Und ich musste denen das beibringen. Und nächsten Tag hat er das kontrolliert, ob er gelernt hat. Oft hat er mich nachsitzen lassen, nicht wegen mir, sondern wegen den anderen. Er hatte so ein allgemein Gefühlsrecht, alle mit einbeschlossen. Ja. Jeder muss dafür gerade stehen. Und wenn mein Vater mich gebraucht hat, und in der Weinlesezeit, da wurde hier jede Hand gebraucht. Ja, da ist er zum Lehrer, es war zugleich der Rektor bei uns, zu dem hingegangen, kann ich mein anderes, haben sie sich erinnert, kann ich mein anderes ein paar Tage zu Hause, solange sie ihn brauchen. Denn wenn der 2 Tage hier ist, hatte ich anderen schon wieder überholt. Und das hat er dem so gesagt und der hat das auch zu Hause erzählt, mein Vater. Ja, erstens war er stolz und für mich war das auch schön. So wie der Zuckermais, wenn die Zeit da war im Sommer. Da hat er extra dafür ein Feld bepflanzt, um das zu ernten, um dann in der Stadt zu verkaufen, selbst. Zum Markt zu fahren, zu verkaufen. Das war ein gutes Geschäft. Und er war schon bekannt dafür. Standen 2, 3 nebeneinander. Und die sein Mais kannten, die kamen direkt zu ihm. Ich bin ja öfter mitgefahren. Ich habe das ja miterlebt, wie das war. Und ich habe auch schon als Schuljunge schon mitverkauft. Da war ein Ansturm. Das war manchmal nicht zu übersehen. Also nicht mal klar zu sehen, wer dran ist und was. Da ist manche einer auch wohl mal so mit Mais mitgegangen, ohne zu bezahlen. Aber das lässt sich nicht vermeiden bei sowas. Und damit hat er auch Geld gemacht. Ja, werden also meistens 2 Pferde, zeitweise 3. Und da wurden auch Fohlen gezüchtet. 1, 2 Kühe. Laufen Schweine, Gänse, Hühner. Wie mein ältester Bruder gerade so mal krabbeln konnte, also laufen, dass er im Hof überall hinkam. Die Stalltür im Sommer, die war hier immer offen. Und da hat er sich wohl mal verirrt in den Stall und ist unter den Pferden rumgeklettert, da rumgelaufen. Und mit einmal, als sie ihn gesucht haben, als es auffiel, dass er nicht mehr da ist. Ne? Da haben sie ihn im Stall in der Futterkrippe gefunden, vor der Ilka. Da hat die ihn wohl geschnappt und hat ihn da hochgehoben, damit ihm nichts passiert. Ne? Solch ein Pferdeschlag war das. Und die ganzen Nachkommen von ihr, die waren alle wild drauf, voll von uns zu kriegen. Von dieser. Das war was man bei Menschen so sagen würde, eine treue Seele. Ne? Niemals sich gewehrt war immer zu allem bereit. Die hat alles, was man von ihr verlangt hat, getan. Die hat die Karre aus dem Dreck gezogen, es konnte noch so schlimm sein.